Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir haben hier ein neues Gebiet entdeckt gehabt. Gebiet ist gut gesagt ein neuer Bereich unserer Welt und werden jetzt weiterziehen. Dazu müssen wir aber jetzt erstmal diese Viecher da besiegen. Rudelführer. Aha. Ich hoffe, Duras kommt damit. Das Viech ist nämlich ganz schön stark. Und, er kommt da eh nicht drauf. Duras, spinnst du? Das kannst du doch nicht machen. Duras? Okay, der Rudelführer geht derweil auf uns. Duras hat alle Zeit der Welt, sich um die Kleinen zu kümmern. Ich hoffe, dass das klappt. Wir versuchen ihm zu helfen, so gut wir können. Jo, das geht eigentlich gar nicht mal so schlecht mit Pfeil und Bogen. Hoppala. Das geht eigentlich richtig gut. So, der erste ist mal besiegt. Dann hoffe ich, dass er mit dem Großen zurechtkommt. Das hoffe ich wirklich sehr, ohne dass er stirbt. So, den Raptor haben wir auch gleich. Der ist erledigt. Jetzt ist nur noch der Rudelführer übrig. Oh. Müssen aufpassen, dass wir Duras nicht erwischen. Keine Munition mehr. Da, echt jetzt? Tja. Zack. Zack. Mal ausweichen. Zack. Zack. Aha, keine Energie mehr. Duras ist ein Hammer. Sehr gut. Wupp, wupp, wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Ach, wie schön. Und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das ist so schön. Das ist so schön. Meine Pfeile sind weg. Das ist weniger schön. Wo ist der andere? Irgendwie fehlt mir ein Raptor. Ah, da vorne. Den nehmen wir natürlich auch mit. Also seine Beute. Hier werden Helden geboren. Oh ja, du bist einer. So, ich habe alle Pfeile verbraten. Das ist weniger schön. Aber was soll man machen? So, ich wollte noch einmal kurz schauen, ob es hier eventuell noch einen Teleporter gegeben hätte. Aber schaut ihn nicht so aus. Schaut nicht wirklich danach aus. Was bitte geht uns jetzt schon wieder an? Machtstoß. Vor lauter in der Gegend rumschauen nach einem Teleport habe ich jetzt fast vergessen, das aufzuheben. Ach. Aha, da höre ich einen Beißer. Da muss ich mal kurz husten. Was bist denn du für grausiges Viech? Oh, weia. Duras, du darfst wieder. Und der haut schon drauf. Sumpfspinne. Aha. Die überhaupt kein Damage kriegt. Alter, mal du, das kann Schaden machen. Boah. Die hat was drauf. Und jetzt kommt noch ein Beißer dazu. Der arme Duras. Wow. Das ist echt hart. Na, komm. Boah. Na super, ich kann mir gerade vor, wenn ich da keine Ahnung was das drauf hau. Ein Stück Fleisch noch.
Tja! Oder du darfst auch hauen. 30 Jahre später. Haha, nichts erwischt. Okay. Spezialschlag. Oh. Verdammt, ich habe jetzt vermasselt. Okay, das war keine gute Idee. Wir laden nochmal. Mal schauen, wo wir hier hingelangen tun. Also mit diesem Speicherplatz. So ein Pech. Ja, die ist zu stark. Okay, das passt. Wir machen hier uns vom Acker. So. Wir machen uns vom Acker und schauen, dass wir unseren Berserker-Chef treffen. Ah ja, genau, den Hornwolf hatte ich fast vergessen. Na, Wölfchen? Ich helfe dir! Es war sehr nett. Da. Ah. Ein bisschen ausweichen. Wow! Da freue ich mich, wenn wir eine neue Waffe kriegen. Oh, du das, mach einen Platz. Hat keinen Bock, der Kerl. Jawohl, 25 Erfahrungspunkte. Zähne und rohes Fleisch, sehr gut. Sehr. Oh mein Gott, was ist denn das da vorne schon wieder? Ich kann nicht schießen, ne? Alter, was ist denn das schon wieder? Ich werde wieder mal speichern. Falscher Spielstand. Da muss hier hingespeichert werden. So. Na, gute Nacht. Was bist denn du schon wieder? Sicher irgendwas Tödliches. Ich habe eh gespeichert. Nachtschatten. Aha, ein mutierter Schattenläufer, kann man sagen. Mhm. Wir werden laden. Ah, das war One-Hit. Sauber. Gut, den machen wir nicht. Wir gehen weiter. Autschi, der hat wehgetan. So, wir müssen irgendwie anders, ne? Ich bin da falsch. Mal kurz Karte schauen. Ja, wir müssen darüber. Obwohl, es geht so auch. Okay, wie kommst du auch hin? Und probieren wir einfach mal unser Glück. So. Da haben wir mal einen vertrauten Gegner, einen Kryteur. Herr Turas, du darfst auch. Tja. 4. Au. Hat meine Kombo versaut. Ah, super, ist schon hin. Sehr, sehr gut. Hä? Ist da jemand? Was? Na, das hat sich gerade so angehört, ne? Beim Loot. Beim Loot. Da ist wieder ein Hornwölfchen, den machen wir auch platt. Zack, 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 zack. Wann ist auch irgendein Viech? Zack, zack. Glaube ich halt, du schaust nach einem Viech aus. Au. Das war nicht gut. Essen wir mal einen Happen. Oh Gott. Muss mal ausweichen. Ich kann da nämlich schon was trinken. Sehr gut, er hat ihn umgehauen. Und unser Loot. Ach nee, das ist gar kein Viech gewesen, das ist nur ein Baumstampf. Stumpf. Ein stumpfer Baumstampf. Verstehst? Stumpfer Baumstampf. Achtung! Ah. Ausweichen. So.
Was macht mit diesem Schlag? Quee. Hoppala. Aha, Quee. Okay. Jawoll, zack. Das war kurz der Spezialschlag, den wir schon können. So. Ich hab's mal hinbekommen. Nicht schlecht, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber gar keine Ahnung. Mal kurz auf die Karte schauen. Aha, hier drüben. Wir laufen da ein bisschen verkehrt rum. Ich habe aber noch immer die leise Hoffnung, dass wir einen Teleporter finden. Man kann nie genug Teleporter haben, das wissen wir eh. Und hier schaut es eigentlich so schön aus, dass man schon vermuten könnte, dass einer in der Nähe ist. Aber dem ist scheinbar nicht so. Deshalb glaube ich, lassen wir das mal und widmen uns wieder unserer Mission. Ist, glaube ich, besser. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. So, wieder gemütlich laufen ein bisschen, bis wir wieder Energie haben. Da vorne ist wieder ein Haus. Das könnte wieder ein Genickbruch sein. Ich würde sagen, wir speichern lieber. Wir haben ja beim letzten Versuch, ein Haus zu erkunden, draufgezahlt. Mal schauen, ob das hier auch so ist. Ob wir hier auch draufzahlen werden. Vielleicht wohnen hier ja Banditen. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja. Momentan. Ah, setz dich mal hin. Ah. So, das reicht. Momentan scheint hier niemand zu sein. Das heißt, wir looten mal. Wir nehmen mal den Trank mit. Irgendwas hat er gerade beunruhigend gequietscht. Sieht man da was? Ich hoffe. Dann spare ich mir nämlich die Magnesiumfackel. Eine Truhe, die öffnen wir gleich. Mechanikerhose. Ah, die ist ein bisschen schwächer. Nützliche Hose für die Arbeit eines Mechanikers. Hm, die ist schwächer. Süppe. Dietrich. Guter Teller und guter Löffel. Gut, nehmen wir alles mit. Bei dem Spind hier geht nichts. Oder Kasten, keine Ahnung, was das sein soll. Da, 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 da. Da haben wir einen Schlafsack, den weißt du was, den nutzen wir gleich. Da schlafen wir bis zum nächsten Morgen, bevor es dunkel wird. Und stehen gleich wieder auf. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Ja. Es war damals auch nicht nötig, eigentlich. Man möge es nicht glauben, aber es gab auch mal Frieden auf der Erde. Ein guter Teller. Ich habe einen Dietrich irgendwo gesehen. Da ist er. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Auch den guten Teller. Ein Hornwolf schon wieder. Das ist ja unfassbar. Gutes Messer. Duras, mach mal. Zack, 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 zack. Ich halte schon mal die Taste für Quee bereit. Ja, doch nicht. Zack. Okay, so geht's auch. Sehr gut, der Hornwolf ist erledigt. Was haben wir hier noch Schönes? Nix. Beim Müll ist einmal nichts drinnen. Ist mir lieber so. Das wird unter Umständen sonst etwas ekelig. Die gute Gabel nehmen wir natürlich mit. Ja, ansonsten ist scheinbar nichts. Ja, genau, ich wollte den Jetpack rauffliegen. Irgendwie wollte er gerade, ne? So, mal schauen, was wir hier oben noch finden tun. Und dann können wir schon wieder weiterziehen. Hm. Da ist nichts.
Bild traurig. Ah, hier haben wir was. Ein Wein. Und was haben wir da? Ein Foto. Aha. Okay. Guter Becher. Sonst ist da nichts. Halt. Da zuerst rein. Ein Bettchen zum Was? Es gibt sanftes Klopapier auch? Cosi Ultra Soft. So weich, dass man es blind erkennt. Oder wie? Energieriegel. Proteine, Vitamine und was man sonst noch so braucht. Und das kombiniert in einem Riegel. Köstlich. Nom. Dann Metallschrott. Elektroschrott. Halt, war dahinter noch was? Oh, entschuldige, Duras. Alte Münze. Aha, noch eine alte Münze. Aber sonst ist nichts mehr, ne? Waren wir hier drin schon? Ja, natürlich, das war das Klo. Waren wir hier drinnen schon? Eine Ratte! Nummerierter Zettel. Oh weia, den hat's grob erwischt. Zigaretten, noch mehr Zigaretten, noch mehr Zigaretten. Eine Zigarettenpackung. Ansonsten ist da mal nichts. Ich sammle zuerst alles ein. Cooles Auto, Spielzeuge. Da ist nichts. Malertrank. Sehr gut, nehmen wir auch gern mit. Ich sammle, wie gesagt, zuerst alles ein und dann werden wir Kriegerschwert 1. Nee. Öllampe. Darf man aber nicht führen noch, oder? Da sind wir viel zu schwach. Ein Zweihänder. Jo, da sind wir definitiv zu schwach. Aber der hätte ordentlich Wumms. Naja, vielleicht irgendwann mal. So, unbrauchbar. Na, passt schon, unbrauchbare Verbandstasche. Ich sage immer unverbrauchbar, ne? Ja, ich habe einen Vogel, das wisst ihr schon. So, Tränkelein. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt können wir auch diesen nummerierten Zettel lesen. Warnmeldung. Aha. Noch mehr und noch eine. Aha. Klebeband. Haben wir eh so wenig. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Zettel an. Hier. Da. Nummerierter Zettel 2. Ein Schriftstück. Wert 5. Elixit. Alter Zettel aus einem Wohnhaus der alten Welt mit einer Nummer. Aha, 3. Toll. Warnmeldung. Alter Flyer aus einem Wohnhaus der alten Welt mit einer Warnung von einem Mörder. Was? Serienmörder treibt sein Unwesen. Ein Serienmörder nutzt das allgemeine Chaos und ermordet junge Frauen mit langem schwarzen Haar im Alter von 20 bis 25. Ich warne alle Bürger, die sich in ihren Häusern verstecken. Passt auf eure Töchter auf. Meine hat er erwischt. Nehmt meine Warnung ernst. Na, großartig. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Okay. Ich glaube, da haben wir nichts mehr. Ich glaube, da sind wir fertig. Ja. Dann schauen wir uns noch ein bisschen am Dach oben um. Und dann reisen wir weiter. Was haben wir hier? Schwefelbrocken. Sehr gut. Okay. Und sonst nichts mehr. Gut, wir müssen in die Richtung. Was sehen meine Äuglein dort? Ich glaube, das ist eine Elixitader. Oh, der Part ist schon wieder zu Ende. Und dann machen wir die eben im nächsten. Halleluja, Maracuja. Ihr Lieben,
Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!